Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es mal wieder um den Amazon Echo Show und eigentlich näher gesagt um einen Skill. Es gibt ja derzeit noch nicht sehr viele Skills explizit für das Amazon Echo Show mit dem Display und ich habe jetzt ein Spiel gefunden, das jeder von euch eigentlich kennen sollte. Es nennt sich Vier gewinnt oder Viererei, wie auch immer. Amazon nennt es Viererei und ja, ich würde mich freuen, wenn in naher Zukunft natürlich mehrere explizit fürs Amazon Echo Show Skills folgen könnten, da ich auch erfahren habe, dass Amazon es zulässt, demnächst, dass Skills auch etwas kosten, ähnlich wie im Apple App Store oder im Google Play Store. Das ist natürlich ein Ansporn für alle Skill-Entwickler, dass sie auch etwas dazu verdienen können und das heißt, dass sich eigentlich mehr Leute darum kümmern, etwas Anspruchsvolles und etwas Innovatives explizit für diese Geräte zu entwickeln. So, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Spiel. Dazu sagen wir ganz einfach, Alexa, öffne Viererreihe. Willkommen zum Spiel Viererreihe. Möchtest du eine ausführliche Anleitung? Nein. In welche Reihe wirfst du? 1. Ich werfe in Reihe 4. In welche Reihe wirfst du? 2. Ich werfe in Reihe 5. In welche Reihe wirfst du? 6. Ich werfe in Reihe 4. In welche Reihe wirfst du? 4. Ich werfe in Reihe 5. In welche Reihe wirfst du? 3. Ich werfe in Reihe 3. In welche Reihe wirfst du? Oh nein, ich habe verloren. 2. Ich werfe in Reihe 6 und habe gewonnen. Jawohl. Ich habe es zwar schon vorhergesehen, aber ihr seht, der Computer bzw. Amazon Echo ist wirklich nicht dumm. Ich habe mich jetzt auch nicht so konzentriert, aber naja, warum auch immer. Aber ich habe verloren. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ihr könnt euch natürlich das Skill auch runterladen, wenn ihr im Besitz eines Amazon Echo Shows seid. Würde mich freuen über einen kleinen Daumen hoch, wenn ihr Abonnent von mir werden würdet und ganz cool wäre, um weiter nichts zu verpassen, wenn ihr die Glocke noch alarmieren würdet. Und ja, dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.